Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video meiner neuen Videoserie zu den M-Plus-Routen in Season 3. Das sind jetzt Routen, die bei uns gut funktioniert haben, so im 20er-Bereich, und die möchte ich mit euch teilen. Die gehen natürlich auch genauso für 15er. Und wir sind jetzt in diesem Video in Tazavesh Schachzug, also im Gambit. Und wenn es euch um andere Dungeons geht, findet ihr die Links auch in der Videobeschreibung. Ansonsten kommt auch gern im Discord dazu. Dort findet ihr die einzelnen Videos natürlich auch. Beziehungsweise können wir uns dann auch gerne dazu austauschen. Mystic Dungeon Tools solltet ihr auf jeden Fall dann natürlich benutzen. Einfach um Sachen gut zu planen. Und wie immer gibt es jetzt Hinweise zum Hero, BL, wann, wie, was eingesetzt werden sollte, was zu beachten ist. Beim Gambit schauen wir uns auf jeden Fall tyrannisch erstmal an. Die Route geht doch genauso für verstärkt. Verstärkt kann man auch ein bisschen was anpassen. Aber das Wichtige erstmal, Hero und BL, wollen wir für den ersten Boss und für den dritten Boss definitiv. So, und dann drittes Mal optional. Warum optional? Ihr solltet eigentlich ein bisschen schneller sein, sodass man da gar nicht mehr richtig dazu kommt, das einzusetzen. Aber dazu dann später nochmal mehr. Ich fange hier mal an und hole erstmal diese Dreiergruppe. Also diese Putt läuft ja hier dann so lang, sodass man die ruhig schnell spielen kann. Und dann kommt als zweites bei mir mal erst die Gruppe. Und hier machen wir dann für Skip zum ersten Boss. Die Strecke reicht auf jeden Fall. Und die Sache ist, also erstmal hier hin, dann dahin und dann geht es hier einmal durch. Die Sache ist, dass man hier erstmal alle Cooldowns so schön reinballern kann. Für die Gruppe braucht man nicht zwingend Cooldowns. Und denn der Laufweg dauert ja etwas und in der Zeit kommen auch wieder Cooldowns zurück sozusagen. Beziehungsweise beim Boss dann einfach Uhr spielen und dann sollte auch wieder einiges ready sein. Hier immer nur wichtig, dass natürlich die Suppenbinder gestunt werden, bevor die ihr Fischstäbchen machen. Wenn das Fischstäbchen doch durchkommen sollte, dann das fokussen. Es kann nicht umgeklieft werden, es muss also direkt angegriffen werden, ähnlich wie bei Explosivkugeln. Und daher ja, sollte man die dann schnell umhauen oder eben, wie gesagt, die Suppenbinder stunnen, dann passiert da nichts. Wenn die weglaufen, natürlich daran hindern, festhalten, slow und so weiter. So, hier skippen wir auch natürlich weiter, also das reicht auf jeden Fall, hier einfach durchzurennen. Und dann haben wir den ersten Boss und dort ziehen wir dann auch Hero. Beim ersten Boss auch darauf achten, für die Tanks, der macht einen Frontal, hier dieses Titanschmettern, das sollte natürlich weg von der Gruppe gedreht werden, ist so einem Kegel vor sich. Ihr selber solltet natürlich auch rausrennen, also er dreht sich da nicht mit, keine Sorge. Und immer wenn die Ads erscheinen, versuchen zusammenzupullen und möglichst schnell umzuhauen, denn wenn diese Phase mit den Konsolen kommt, blockieren diese Ads eine Konsole und das hindert uns natürlich dann daran, den Boss schneller legen zu können. Wenn der Boss dann liegt an sich, sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ihr solltet doch vorher klären, wer die Konsole macht. Dann geht es hier rüber. Hier muss man jetzt sehen, auch was für Affix aktiv sind, denn diese bulligen Deckmatrosen hier sind nicht zu unterschätzen. Was wichtig zu wissen ist, ab 50% trinken die hier ihr Bier und machen dann erhöhten Schaden, wie man hier sieht, 50% mehr. Schaut auf jeden Fall, auch ich mache 20 erhöhen. Das machen die erst ab 50% Gesundheit, vorher nicht. Also kann man da sich auch in Stun 4 desorientieren, bereithalten, um das zu unterbrechen und dann wirken die das nicht mehr. Sollte das durchkommen, es kann gesoost werden, also besänftigt durch Hunter, Droide bzw. Schurke. Die können das ja runternehmen. Aber wenn das hier natürlich 4 Stück sind zum Beispiel und dabei allen das durchkommt, dann haut er schon ordentlich rein. Und wichtig ist auch noch der Schwinger, der hier einem Gegner körperlichen Schaden zufügt, in Reichweite von 8 Metern. Solltet ihr als Tank, die gerade kiten und außerhalb von 8 Metern stehen, wird eben der nächste Gegner getroffen, der nächste Verbündete, also irgendein Melee zum Beispiel, und kann den dann natürlich dann umhauen. Also ihr müsst doch schauen, dass ihr dran steht. Das ist bei Nekrotisch natürlich nicht ganz so einfach, aber ja, das einfach nur zur Info. Wenn ihr zu weit weggeht, kann es sein, dass jemand von diesem Schwinger dann getroffen wird. Ja, und bei diesen Zauberern, da ist eigentlich nur wichtig, den Blitz zu unterbrechen, weil der eben extra Schaden macht, Gezeitenexplosion, da einfach rausgehen, das muss nicht zwingend gekickt werden. Und dann, wenn die Gruppe gespielt wurde, dann haben wir hier immer nochmal so einen Mix aus diesen Gezeiten-Typen, den bulligen Deckmatrosen, die wie gesagt ab 50% dann irgendwie stunnen, wenn die ihr Gebräu trinken wollen. Und diese Offiziere, die machen eigentlich nur ja, Schaden hier an Gegnern und auch an Gegnern im Umkreis, also die eigentlich nur schnell umhauen.
Ihr solltet an sich theoretisch hier für den Boss noch kein Hero ready haben. Wenn Hero hier schon wieder ready sein sollte, wart ihr wahrscheinlich etwas langsam, ist jetzt aber nicht schlimm. Die Gruppe zuerst spielen, dann die Gruppe und dann die Gruppe, um hier entsprechend bei für Boss mitzunehmen. Genau, ich mache das hier mal mit dem Stift. Also ihr könnt auch die Gruppe hier oben zuerst spielen, aber die steht eben ja so nah am Boss dran. Nur weil die ist noch gar nicht aktiv, genau. Die dürfte dann gar nicht aktiv sein. Und die hier, die laufen ja von da nach da. Okay, den Pfeil hier sieht man jetzt nicht. Die laufen ja von hier nach hier. Die könnt ihr auch hier unten spielen. Aber, ja, könnt ihr auch zurückziehen, wie auch immer. Die zuerst, dann die und dann die hier als drittes. Und dann entsprechend den Boss machen. So, sollte Hibo BL wieder ready sein, dann ziehen. Aber wie gesagt, dann seid ihr vermutlich etwas langsamer und könnte mit dem Timer etwas knapp werden. Ansonsten darum eben hier Wein mitnehmen, um eben trotzdem einen guten Tempo-Buff zu haben. Den Boss selber am besten erstmal hier irgendwo an der Ecke oben tanken. Umso breiter fächert sich dann dieser Hauch von ihm und mit dem ersten Hauch kriegt ihr auf jeden Fall alle vier und versucht möglichst lange hier oben in der Ecke irgendwo zu stehen und den dort zu tanken, um eben, wie gesagt, diesen Hauch möglichst breit zu fächern und viele von den Ads zu treffen, die dann da langkommen. Ansonsten sollte man natürlich, wie bei Drachen generell, sollten alle Melees und so weiter nicht hinter ihm stehen, nicht am Schwanz irgendwo, werden sonst gepackt. Die Ads können auch geschiebt, gewurzelt, also sonst wie CC't werden, das soll doch alles genutzt werden, auch an Slow, um das Leben hier einfacher zu machen. Wenn der Boss dann liegt, dann geht's hier rüber und hier skippen wir einfach dran vorbei, da kann man dran vorbei laufen und den, also der bringt einfach nicht so viel, der bringt ihm nur 2,89%, dafür, dass man recht lange mit ihm kämpfen muss, lohnt sich das prozentemäßig einfach nicht. Ja, und hier müsst ihr jetzt sehen, wie viel Schaden, Stunts und Kicks ihr dabei habt. Ihr könnt die Gruppe zusammen mit denen spielen oder ihr sagt, nein, wir machen safe, spielen erstmal die. So, die beiden könnt ihr einzeln spielen, müsst ihr aber nicht, also wird sie schon eigentlich zusammen spielen, was das angeht. Verstärktwoche, klar, kann man nochmal gucken, wie es dann zeitlich aussieht, aber grundsätzlich könnt ihr die zusammen spielen. Und dann erst als letztes die hier mitnehmen, um wieder Vi für Boss, einfach als Empfehlung, ihr könnt natürlich auch Uhr nehmen, aber um hier Vi mit für den Boss zu bekommen, den Buff, und dann den Boss, und hier ist natürlich Hero BL in D2, also erst in der zweiten Phase. Mal kurz zu den Ads, wir haben zwei verschiedene Sachen, die beachtet werden müssen. Wir haben einmal die, die regelmäßig einen Blitz zaubern, der natürlich Schaden am Tank verursacht und schon gut ist, wenn er unterbrochen werden kann. Wichtiger ist der instabile Riss, der einfach mega AOE-Schaden macht und daher muss der definitiv unterbrochen werden. Also hier instabiler Riss. Und bei diesen Ads ist wichtig, das neu stärken, denn dort regenerieren sie ja Gesundheit und wie man sieht, das Tempo ist auch noch erhöht. Das Energieschlitzen ist ein Debuff auf dem Tank, das muss entsprechend wieder dispelled werden. Wichtig also, neu stärken, kicken und den instabilen Riss. Das ist das, was hier alle Ads betrifft. Und bei denen hier, die machen ja einmal diesen Stern, den in eine Richtung schießen, da muss man ja bloß ausweichen. Und das Add dieser wandernder Pulsar, der erscheint, den entsprechend Fokus und wenn er kommt. Wenn man die beiden hier spielt, sollte man die auch ein bisschen zurückziehen. Nicht, dass man versehentlich in Richtung des Bosses rennt, aber ja, ansonsten sollten jetzt kein Problem darstellen. Endboss wiederum ist natürlich nicht ohne. Erste Phase werden die Assassinen beschworen. Das ist somit das Wichtigste, die auch möglichst schnell zusammenzupullen und umzuhauen, möglichst festzuhalten, zu stunnen, auf jeden Fall zu kicken, wenn die wegspringen. Denn wenn die ihren, steht das hier mit drin? Hier leider nicht. Wenn die ihre, ihre Fähigkeit durchbekommen, die zaubern, dann gibt es einen hohen Blutungsdot und oder zumindest einen großen Debuff. Ich glaube, es war eine Blutung, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall macht es viel Schaden und das sollte auf jeden Fall nicht durchkommen. Bei 40% geht dann die Phase 2 los, wo sich dann verwandelt und man ja jeder an einen Stern stehen muss. Zudem immer wichtig, dieser kollabierende Stern, der irgendwo erscheint, sollte von irgendeinem Rangler im besten Fall gemacht werden oder wer gerade dran steht oder der Heiler. Wenn er das einsammelt, gibt es ja diesen Debuff. Möglichst nicht alle auf einmal einsammeln, ja, also nicht gleich ganz schnell hintereinander reinrennen, sondern immer den Debuff auslaufen lassen, denn der kann stacken. Ja, und als Tank, ich habe jetzt
nie wirklich die perfekte Position dafür gefunden, muss ich sagen, was das Tank angeht. Also war mal einem Run dabei, da ist der Tank hier oben hingerannt mit dem Boss. Das war, ja, okay, man hatte genug Sicht für die Sterne. Es war aber blöd für den Healer oder den, der diesen kollabierenden Stern machen muss, denn der kommt irgendwo hier in der Mitte. Also ich stehe meist immer hier oben oder je nachdem, ja, irgendwo da zwischen zwei solchen Sternen, die dann auch diese Strahlen verschießen, wenn der Boss da drauf das wirkt. Mal gucken. Wie heißt das? Energiefragmentierung, ist das das? Ich glaube. Aber auf jeden Fall, ja, es ist, der Bossraum ist eh voll durch die ganzen Flächen, die dort sind, und solange man nicht direkt in solchem Stern drin steht, sollte alles passen von der Position, und man muss eben als DD-Heiler oder alle müssen eben aufpassen, natürlich sich nicht von diesen Strahlen treffen zu lassen. So, und wenn wir den besiegt haben, dann geht's wieder zurück, hier an der Seite lang, denn hier ist ein Portal, ohne den zu pullen natürlich am besten Wissen und Gewissen. Ja, und dann geht's eigentlich nur noch mal ran, ja, Ads zu machen, und hier ist, ja, feel free, welche Mobgruppen ihr hier spielen wollt. Also eigentlich passt es super, hier die hier zum Beispiel zu spielen, dann die meinetwegen noch mit denen zusammen, hier nochmal ein Relikt mitzunehmen, hier die Part zusammen mit denen und dann meinetwegen noch die Gruppe, und dann sollte man fertig sein, genau. So, hier sind genug Prozente, um die hier sauber zu spielen. Genau, und so ist es dann eben vor allem mit einem Skip möglich am Anfang. Muss ich mal kurz schauen, dass ich hier nochmal eine Zahl setze. 1, 2 und das hier ist dann das 2 und dann 3 zum Boss. Und das hier kommt dann erst alles später. Genau, und so solltet ihr das dann auch machen auf Tyrannisch, meine Empfehlung. Hero auf jeden Fall beim dritten Boss. Wie gesagt, zeitlich solltet ihr dann recht fix durch sein und alles soweit passen. In einer Verstärktwoche, kann ich das jetzt hier eigentlich kopieren? Ja, ne? Brauche ich gar nicht. Mach einfach neu. In einer Verstärktwoche könnt ihr auch sagen, ihr macht hier zusammen mit Hero den Pull und cleart dann erstmal alles auf dem Weg zum ersten Boss und habt dann für den ersten Boss beziehungsweise, na, wie viel muss man hier machen? So und so. Das müsste reichen. Dann hier skippen. Zack. Erste Boss, hier wieder rein, hier die Puls, ähnlich machen wie bei Tyrannisch. Also eigentlich ist bloß der Unterschied, dass man dann am Anfang nicht skippt. Und hier fehlt was, hier fehlt was. Ja, ach, muss man denn schauen, entweder man spielt den einen dann noch, oder man macht hier das ein bisschen anders. Habe ich genommen, die Gruppe. Ob wir jetzt vielleicht die hier noch mitnehmen. Na, ja, also da. Jetzt mal wegnehmen. Ja, oder man sagt, okay, man macht das hier am Ende. Man macht einfach den einen noch. Das ist ja eigentlich fast gehopst wie gesprungen. Ob jetzt spielt man, ist hier gerade nicht klar, da müssen wir lang. Ob jetzt spielt man den dann doch noch mit, würde auch noch gehen, oder ihr macht eben eine Möller-Gruppe mehr. Auf jeden Fall wollte ich jetzt hier nur zeigen, in einer Verstärkt-Woche, jetzt will ich hier verstärkt stellen, hier einen größeren Pull mit BL, ihr könnt die Gruppe noch meinetwegen noch mit dazu holen. Das würde natürlich auch noch gehen, dann kann man sich den hier am Ende sparen. Geht auch, alles möglich. Ja, und dann erstmal Ads machen. Ihr solltet beim ersten Boss dann theoretisch noch keinen Hero wieder ready haben, aber beim zweiten Boss und vielleicht nochmal beim dritten, das muss man dann sehen. Kann man denn so planen, wie man möchte, aber an sich, ja, denke ich, ist auch die Route, wie man sie Tyrannisch spielt, dann auch verstärkt genauso möglich und auch kein Problem, wenn man sie so spielt. Ja, und das zum Schachzug. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, lasst mich gerne wissen. Ein, zwei Videos hatte ich dazu, glaube ich, auch schon hochgeladen, möchte ich meinen. Ja, wünsche euch dabei auf viel Erfolg bei den Runs natürlich. Danke euch mal fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.